Der Gedanke, dass Roboter unsere Arbeit übernehmen, auch unsere Softwarearbeit übernehmen. Dass ich dem Roboter sage, bitte geh raus und such die Kunden, die für dieses Produkt interessant werden und sag mir, wie ich sie erreichen kann. Das ist Realität. Wenn Sie eine Software versuchen namens Narrative Science, wird bereits von Forbes Magazine benutzt, die schreibt die Artikel für Forbes Magazine. Natürlich ist es so, dass da immer noch ein Mensch ab und zu noch dazuschaut und guckt, ob es noch eine Lüge zu verbreiten gibt da drin. Oder sie frisiert oder verändert, sicher. Ja. Aber Sie brauchen einen Research Report über CRM in Hongkong. Knopfdruck, Narrative Science macht das in 14 Minuten. Und ist nicht 100%, wie wir das tun würden, meistens, sondern vielleicht nur 92. Aber es ist ganz klar, wohin das führt. Ja. Diese Automatisierung wird überall stattfinden. Der menschliche Wert wird deswegen sich vergrößern. Die Möglichkeit zu sagen, kreativ zu sein, was auszulassen, ja, etwas dazu zu erfinden, ja, etwas zu frisieren, ja, etwas andersrum zu sehen. Wenn Sie einen Witz machen zu einem Computer, zum Beispiel der Standardbeispiel in Amerika ist, after the holidays, the scale is my enemy. Ja, nach den Feiertagen ist die Waage mein Feind. Ja, versteht den Computer nicht. Immer noch nicht. Ja, da können Sie schon sehen, wenn ich jetzt sage, ich bin fett, sagt der Computer, ja, verstehe, ich sehe das. Ja. Ja. Aber zwischen den Zeilen geht nicht. Ne. Aber trotzdem, was hier passiert ist, dass der Computer und die Roboter zwischen den Zeilen später, früher oder später auch lesen können, aber das alles, was auf den Zeilen passiert, können sie bald. Ja. Das sind große Möglichkeiten für uns. Digitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung.